Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom unbekannten Modpack. Ja, wir gucken jetzt mal, was wir für Solarpanel machen müssen. Eisenbahnen kommen demnächst noch rein. Aber er sagt, er weiß nicht, wie er die Photovoltaikzellen macht. Heißt, wir müssen ihm das sagen. Solar. Das hier. Er weiß nicht, wie er die Zellen hier herstellt. Jetzt sollte er es aber wissen. Gucken wir noch mal eben nach. Solar. Die kann er jetzt herstellen. Gucken wir mal, wie viele wir herstellen können. Bei 10 hat er schon wieder Probleme, bei 1 auch. Er weiß nicht, wie er Glas herstellen soll. Nichts leichter als das. Wir nehmen Sand. Und ein Glas, wenn wir es noch haben. Ja, haben wir. Aber wir haben für da hinten keinen Ofen. Also müssen wir einen elektrischen Ofen noch bauen. Elektrisch. Das ist das Rezept. Ja. Ihm fehlt einen eisernen Ofen. Dann machen wir mal bitte einen. Die hatte ich ja letztens weggepackt, die brauche ich wieder. Satellit haben wir auch keine mehr, das ist sehr schade. Satellit. Mach mal davon einen Stack. Den eisernen Ofen machen wir mal eben hier. Müsste ja bald wieder vorbeikommen hier. Ja, da kommen schon die ersten. Das, 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 das. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir dann auch noch einen Platz frei. Es ist noch nicht angeschlossen. Und ich höre schon wieder eine Spinne. Welche ist sie? Ist okay, davon haben wir jetzt genug. Das wird kein Generator, auch keinen Feststoff, sondern ein Ofen. Bitte. Dann benötigen wir auch noch die Rohre. Die gewöhnlichen brauchen wir mal wieder ein Stack. Davon haben wir jetzt 32, das passt doch schon mal. Da ist schon mal ein gewöhnliches. Ja, braucht er denn für so einen Schaltkreis? Aber wir benötigen auch noch. Auf der Seite ist es nicht. Davon mal 10 Stück. Davon noch 3. Ah, dem fehlt auch Glas. Kannst du wenigstens mehr einen herstellen? Nein. Alles klar, das merke ich mir. Was sagt denn eigentlich die Truhe hier drüben? Ist da noch was drin?
Nö, warum denn auch? Ah, der hat meinen Ofen fertig. Wenigstens eine Sache schafft er. So, jetzt ein Sand. Mach das mal bitte zu Glas. Jetzt hier meine Tasche. Ein Glas müsste ich behalten, 10 darfst du wieder haben. Kannst du mir jetzt bitte so ein Upgrade machen? Requested, ich danke dir. Heißt hier oben. Hier oben kommt jetzt der Ofen hin. Jetzt brauche ich auch wieder meine Vorrichtung. Heißt hölzern. 3. Nochmal 3. Das Gatter. 3, 3. Truhe. 3, 3. Das habe ich jetzt die Fassade. 3, 3. Lass ich das mal hochkommen. In der Zeit kann ich die Rohre anschließen. Gewöhnlich und logisch. Das war... Ah, hier ist schon ein logisches, das ist perfekt. Heißt, hier eine Abzweigung, hier eine Abzweigung. Hier, hier und hier. Und hierhin. Genau. Dann muss ich jetzt hier mal gucken gehen. Weil das ist auch noch nicht angeschlossen. Gewöhnlich, gewöhnlich. Gewöhnlich. Hier ist eine Basis. Gewöhnlich, okay. Logisch, gewöhnlich, gewöhnlich, logisch, 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 hier muss keins mehr hin, hier kommen die IC-Upgrades, ach komm, können jetzt trotzdem rein. Götter sind da, das ist da, das ist da und das. Aber mein Upgrade für den Strom noch nicht, das ist bitter. Heißt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mal kurz auf die andere Seite gehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt wieder auf die andere Seite. Das stimmt diesmal, das aber nicht. Jetzt kommen überall noch die Gatter drauf. Die Gatter noch eingestellt. Inventar das Pulsar. Das.
Gut, das ist eingerichtet. Können wir die Klappe hier zumachen? Mal hoffe ich mal, dass jetzt das Stromupgrade fertig ist. Ist es? Energie. Davon sind noch 25 da. Die stoppen wir uns. Und kannst du noch eins machen? Noch eins? Ne, fehlt dir Glas. Zum Glück habe ich jetzt hier eben ein bisschen Glas herstellen lassen. Energie. Jetzt. Kühlzellen fehlen ihm. Heißt, ihm fehlt hier aber Lapisstaub. Lapis. Egal, dann werden wir jetzt erst beinahe wieder vergessen. Gehäuse. Diamantschaltkreise. 10 Stück. Nochmal 10. Gehe ich mal kurz auch hin und sag dem hier. Schalten wir dich hier einfach mal kurz aus. Jetzt macht er dir Diamantschaltkreise. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Strom auf Petto. Ich sehe gerade, die Batterie hier ist relativ gut voll. Wahnsinn. Und hier hinten? Hast du wieder was weitergearbeitet? Wieder 14. Das könnte ja dann schon wieder ein Plutonium sein. Hierhin. Herein mit dir. Kann ich das auch hier drin machen? Nein. Alles klar, dann halt hier. Auch wenn es Ewigkeiten dauern wird. Aber das wäre eine Idee. Aber die Zerkleinerer sind ja auch noch nicht angeschlossen. Mist. Aber wir können uns das hier ein bisschen sparen, indem wir destilliertes Wasser herstellen. Da brauchen wir eine Solardistille. Und die sollte ja nicht so schwer zu bauen sein. Universale Flüssigkeitskapsel. Werden jetzt mal so viele gebaut wie nur möglich. Weil dann spare ich mir auch eine Menge Lapis. Okay, jetzt aber. Ich hab sie doch hier oben. Weil dann ist das hier auch kein Problem, dass ich das umbaue. Das Einzige, woran es dann scheitern wird,
Ist es erst hier? Ja, weil da macht er noch die eisernen Schaltkreise nebenbei. Obwohl, da kommt doch genug Strom an, oder? 8 Millionen, 8 Millionen, 9. Also hopp, weiter Quarry. Ja, das dauert jetzt, bis die Gehäuse da sind. Der verbaut sie ja noch. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil die Rohre konstant rausziehen, egal ob die Maschine hier Platz hat oder nicht. Leitung, die von Endio. Farb brauchen wir ein Derium und Item Duct. Das sollte aber auch machbar sein. Dann hier ein Satellit, noch ein Satellit. Nichts größere Gehäuse. Der Ofen ist hier oben. Wo ist mein Schraubenschlüssel? 5, 6 und 7. Dann fängt es hier mit 8, 9 und 10 an. Heißt hier oben eine Karte rein. Noch 10 Eichen. Du machst einen Sand rein, kriegst ein Glas. Alles klar. Das. Machen wir mal hier ist Energieübertragung rein. Dann sind die Maschinen jetzt auch dabei. Beenden wir hier mal die Folge. In der nächsten Folge werden wir hier von da oben die Regentanks mal umsetzen. Werde ich einen kleinen Auffangbecken machen. Und dann können wir auch die Solardistillen nehmen. Das ist dann günstiger vom Lapis her. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.